Alter, was geht ab, Leute? Hier? Wir gehen erstmal unter das Dach hier. Regengeschützt. Gerade X-Ray gemacht. Nichts Besonderes. Eine Einladung endlich mal nach Ewigkeiten wieder bekommen. Relaxo-Stop. Soll ich den mitnehmen? Na, scheiß drauf. Auf jeden Fall müsste eigentlich jetzt ein Ei kommen. Die Animation mal wieder nicht da. Weil ich habe schon den Beutel gesehen. Ich habe neue Scheine gebrütet. Aber der wird eh vertauscht. Nicht schlecht. Das erste neue Shiny während des Events. Die Eier lohnen sich. Und Staub-Update. Wir fangen den Tag an mit 2,753. Ziel 4 Millionen. Puff. So, auf geht's. Farmen. Wir haben nach dem X-Raid noch einen Galquasa mitgenommen. Der ist aber nicht gut geworden. Bin mit einem Kollegen Glücksfreunde geworden. Endlich. Der braucht aber Nidogan männlich, was Neues. Dementsprechend kann ich nicht die 30.000 ausgeben, das mache ich nach dem Stoppbonus. Nee, keiner hinter mir, der zufällig gefilmt wird. Aber mit dem anderen Kollegen endlich getauscht. Shiny Geico, nenne ich hier ein. Ah, leider nicht gut geworden. Und dann mit noch einem Kollegen Glücksfreund geworden. Also heute läuft's. Und Shiny Magpie, also heute läuft's echt gut bisher. Kann mich nicht beschweren. Jetzt müssen wir Stopp machen, die nächsten 8 Stunden oder so. Schauen wir mal. Kleines Update. Der Regen hat aufgehört und das ist ein Shiny Formio. Ich hatte eigentlich schon meinen Shiny des Tages. Ich nehme gerne noch eins mit. So, oder auch nicht. So, schauen wir mal, ob er drin bleibt. Drin. Staub-Update. 2,9 ungefähr. Ich brauche noch 1,1, heute noch. Das wäre schön, aber ich glaube, daraus wird nichts. Wunderwaffe. Sieht gut aus. Wir laufen. 10 Ei. Checken wir mal. Dann brauche ich eine Pinkelpause. Und. Einen Kader. 100 hat einen Kader. Das wäre schon nice. Ich habe keine Ahnung, was so gut ist. Ah, auf jeden Fall nicht 406. Habe ich da mal einen noch? Ein 5er? Okay. 10er. Hätten wir, glaube ich, vielleicht noch. Also ich habe keinen 100er Schnellbedeck. Ich habe weiterhin keinen 100er Schnellbedeck. Oh, ja. Der ist auch im Start. Der hat eigentlich 100 Meter Unterschied, aber... Oh, zu bieriges, Mann. Warum? Ist doch kein 10er wert. Staub-Update für euch Leute. Kurz vor 3 Millionen. Da brauchen wir immer noch 1 Million. Puh. What? What? Seht ihr das Leute? What? Alter. Shiny Sneeber aus dem 5er-Ei. Was für eine Überraschung. Zwei neue Shiny heute. Saftig, Mann. Saftig. Heute ein kleines Update. Ich habe zum ersten Mal ein Kikugi gebrütet. Neu im Pokédex registriert, obwohl ich schon 1000 Bonbons habe. Es gibt halt immer nur die Entwicklungen. Und Shiny Aerodactyl habe ich auch gebrütet. Also heute läuft es echt krass. Staub-Update 3,1 Millionen. Es fehlen noch 900.000. Richtig leid, Leute. So, checken wir mal eins unserer 10er Eier ab. Wetter ist mal gut, mal schlecht. Oh Gott. Eier sind mal gut, mal schlecht. Genau wie das Wetter. Oh Mann, nicht zu Bieres, Digga. Nächstes 10er Ei. Schauen wir mal, ob wir diesmal Glück haben. Und? Wenn er 500 hat, ja. Er hat keine 500. Nehmen wir hier schnell mal einen Shining-Trade mit. Arena-Punkte für die Gold-Arena. 100er. Und vielleicht noch ein Shiny zum Tauschen. Und da war schon jemand drin, deswegen muss ich nicht die volle Zeit absitzen. Dachte ich mir, ja okay, wieso nicht. Geht ja schnell hier. Und schon vorbei.
gönnen wir uns einen 500er hier. Oder auch nicht. Und? Schade, obwohl heute mein Tag ist. Hätte kommen können. Und direkt dahinter noch ein 10er. Shiny 100er Scheinux. 100er Kommalat. Fucking Pogigon. Es gibt so viele Sachen, die will man einfach gar nicht mehr brüten. Kennt ihr das Problem? So viele. Tarnel, Trassler, Pogigon, Zubiris, Bummels. So viele Sachen. So, ich mache langsam Schluss. Die letzte Runde so, die letzte Stunde und dann geht's erstmal heim. Zu Hause natürlich noch ein bisschen weiter schütteln, brüten. Oh Gott, Trassler. Stop anmachen, Lauch anmachen, alles was geht. Alter, wieso Trassler, Mann? Noch ein Zweier, aber in den Zweiern ist eh nichts. 100er Starter wäre ganz nice. Gen 4 natürlich. Und Shiny Fluffluff wäre auch nice gewesen. 300, schon relativ hoch. Nee, nicht wirklich. Kommt da noch was? Nee, das war's erstmal. Okay, Leute, Fazit. Wir haben, Alter, das war echt ein krasser Tag. Wir haben gemacht 859.000 Staub, ungefähr. Und ich denke jetzt, wo ich die Videos bearbeite und dann hochstelle, das dauert ja auch noch eine Weile, könnte ich vielleicht auf die 1 Million gesamt dann kommen, für Tag 2 sozusagen. Jetzt noch ein bisschen schütteln, ein paar Eier. Okay, 1 Million ist, das wären noch 140.000. Bisschen übertrieben, aber vielleicht noch so 40.000 bis 60.000. Wäre bestimmt machbar jetzt beim Schütteln nebenbei. Die ganzen 2 Eier brüten. Das mache ich eigentlich immer zu Hause und dann einfach, wenn ich unterwegs bin, dann muss ich nicht darauf achten, Geschenke zu öffnen und sowas. Dann kann ich einfach brüten, was reinkommt. Und zu Hause dann am Abend und in der Früh brüte ich die ganzen 2 aus den Geschenken. Auf jeden Fall haben wir noch ein Shiny Sneebel bekommen. Das heißt 2 gestern bekommen. War mein erster. Sprich, der ist neu. Die Kirsche haben wir bekommen. Mein Dex-Eintrag, der war neu. Shiny Aerodactyl, kann man immer gebrauchen zum Wegtauschen. Wieso nicht? 98er. Kaumalat. Problem? Was heißt Problem? Attack 14, aber nimmt man trotzdem gerne mit. Wieso nicht? Wie gesagt, Shiny Sneebel. Und, ja okay, das vor mir. Wofür auch immer. Und Shiny Magby. War auch neu, hatte ich noch nicht. Dementsprechend seht ihr hier auch den Schatten. Ich kann nicht klagen über diese Ausbeute. Staub haben wir auch relativ viel gemacht. Es gab ein paar Unterbrechungen wegen Unwetter und sowas. Und ich hatte auch nicht so viel Zeit jetzt. Habe nicht von Anfang an gezockt, aber jetzt Wochenende geht vielleicht hoffentlich ein bisschen mehr. Da mache ich vielleicht mal 1 Million am Tag und nicht nur so 800.000, 900.000. Aber das Ziel von 10 Millionen wird knapp. Das denke ich, schaffe ich leider nicht mehr. Ich denke, ich schaffe so 9 Millionen. Aber das war's erstmal von mir, Leute. Ich muss wieder raus, zocken und farmen und Staub machen. Euch viel Spaß, viel Erfolg. Schreibt in den Kommentare, wie es bei euch so lief. Hattet ihr schon Highlights? Wie viel Staub habt ihr gemacht? Und ja, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.